Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Dead State. Ja, wir spielen mal wieder weiter. Tut mir leid, dass am jetzt die paar Tage jetzt nichts kam. Hat aber auch den Grund, weil ich Ostern arbeiten musste und ich dann einfach nicht hingekriegt habe. Gehen wir die Coyotes noch weiter plündern? Wir hatten ja da ja noch einige Sachen über, ne? Aber ich würde eher sagen, lass uns mal hier die anderen Sachen noch plündern. Vor allen Dingen auch noch, wir müssten da auch noch dahin, ne? Das Fort Stockton machen. Komm, wir fahren mal. Wir fahren mal zu. Ich weiß nämlich nicht, ob. Ich teste einfach mal. Ich weiß nämlich nicht, ob der. Ob da Dingens geht, das Auto. Weil sonst haben wir ein Problem. Weil sie kriegen die ganzen Sachen nicht mit. Ansonsten. Ja, Orange Trees will ich jetzt nicht. Danke. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt noch weitergeht. Wir haben keine Quests mehr. Wir haben jetzt den Marshall ja umgebracht. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch passiert. Großartig. Weil die Shelter, die sind ja auch weg, die Quests. Auch der Fort Stockton ist weg. Und ich weiß es jetzt nicht. Jetzt gucken wir mal, ob das Auto. Wo kommst du denn her, mein Freund? Hä? Wo kommst du denn her? My friend. Ach, wir haben ja dieses Messer von dem gekriegt, genau. Hey, McGrabsch. So. Kriegst du erstmal eine. So, kriegst du noch eine. So. Für dich. Ich wollte jetzt eigentlich mal gucken. Können wir das Auto benutzen? Nein, können wir nicht. Na dann, dann ist das wieder so, dass wir nur das mitnehmen können, was wir tragen können. Ist dann wieder leider so. Was sollen wir machen? Wir liegen ohne Ende Munition noch rum. Hallo? Ach, der hat wieder ein Problem mit dem Dach, ne? Ja, dann geh doch, komm doch mal dahin. Danke. So, was haben wir denn hier drin? Da müssen wir halt nur das mitnehmen, was wir tragen können. Dann ist das so. So, dann nehmen wir auch noch mit. Das auch. Halt finde ich, das scheint wohl irgendein Bug zu sein, dass man das Auto dann nicht, wenn man den Spielstand lädt, nicht mehr benutzen kann, komischerweise. Als Zwischenlager halt. Oh, 7 Gallonen, wow. Da lohnt sich. Guck mal, die Gaspump. Auch nochmal 9 drin. Doch, 9 Gallonen, ne? Krasser Sheet. Regina ist schon fast voll damit. Die Waffen lassen wir mal liegen. Weil das bringt jetzt sowieso nichts. Das Einzige, was wir mitnehmen könnten, wäre die Munition. Weil ansonsten. Oh, eine AK. Die nehmen wir natürlich mit. Ich guck mal, ob die irgendwas Besonderes haben. Warum lebt der noch? Leben die alle noch? Tatsächlich. Na dann. Wollen wir die mal umhauen. Ich wusste gar nicht, dass sie noch leben. Krass. Ich hab gedacht, ich hab die getötet. Na, der ist tot. Und die Zigaretten nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Hab ich den da drin? Ne, den da drin habe ich noch nicht, ne? Die Knarre. Ah.
Ernsthaft? Nein, mit Kack drauf. So schwer sind die nicht, die Waffen. Ach, nicht den SUV. Den. Eine Magnum. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den nehmen wir mit. Ja. You can't carry that much. Ey, was ist denn, du Jammerlappen? Ich wollte gerade sagen, willst du mich jetzt verarschen? Du kannst doch normalerweise 90 tragen. My friend. Oh, den Paul habe ich auch noch. Der ist noch ziemlich leer. Der hat eine Police Shotgun, den nehmen wir mal mit. Das Zeug nehmen wir natürlich auch mit. Muni und so. Ja, Basie brauchen wir nicht. Oder der hat noch eine AK. Den nehmen wir auch mit. Den Rest nehmen wir auch noch mit. So. Du hast nur eine Knarre. Den nehmen wir aber trotzdem mit. Alleine wegen der Munition. Du hast eine Hunting Shotgun. Die Waffen nehmen wir mit. Die Rüstung brauchen wir nicht. Also die Schusswaffen nehmen wir mit. Die Hammer hier, Railroad Hammer, lassen wir mal liegen. Wenn wir sie irgendwann haben wollen, dann holen wir sie uns und fertig. Der da unten hatte da auch noch irgendwas zu essen, ne? Gucken wir nochmal. Ja, genau. Und Zigaretten. Die nehmen wir alle mit, weil das sind alles Luxus-Items. So, gucken wir nochmal die Autos hier. Da ist ein Baseballschläger, lassen wir mal hier. Was haben wir noch? Da haben wir auch noch. Boah, was hier alles rum? Eine Quobar. Eine Quobar nehmen wir mal mit. Danke. Und nochmal 6 Gallonen. Boah. Wie soll ich das denn schleppen alles, ey? Moment mal. Kannst du 1,5 Gallonen noch? Ja, das kannst du. Gut. Kannst du nur was schleppen? Ja, du könntest, glaube ich, sogar noch, ne? Die Frage ist, wie viel kann der schleppen? Das sind erstmal 2. Ja, kann er sogar. Noch eine halbe. Das war's. Und das hast du. Ne, du bist auf 90. Du bist voll, ne? Du kannst das auch. Mal, was ist denn los hier? Nix könnt ihr. Da ist auch noch Fuel drin. Mein Gott. Wir sind aber voll. Wir können das Auto nicht mehr nutzen. Tja, das heißt, auf den Weg zurück. Das finde ich natürlich ein bisschen doof. Ich weiß nicht, das ist der einzige, ich sag mal, der einzige Kritikpunkt an diesem Spiel, dass man das Auto nicht benutzen kann, wenn man geladen hat. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Das ist auch wirklich den einzigen Kritikpunkt, den ich habe eigentlich. Sonst ist das Spiel affengeil. Aber wir sehen ein Auto hier und wir können es nicht benutzen. Wir können das Inventory nicht benutzen von dem Auto. Also nicht so schön. Leider. So. Dann fahren wir mal wieder zurück. Was haben wir da? Train Track. Können wir nicht. Bringt nichts. Wir können nichts machen. Wir können nichts looten oder sonst irgendwas. Und wir haben schon wieder fast abends. Gott. 4 Uhr im Nachmittag haben wir schon. Das heißt, als nächstes werden wir zu dem nahen gelegenes Ding fahren. Naja. Naja, ein bisschen Food, ich weiß nicht viel. Aber halt, naja, was soll's. Ja, füllen wir erstmal das Auto wieder auf. Natürlich. So. Und das Problem ist ja, hier. Wir haben 92 Fuel. Da ist alles abgearbeitet. Das Einzige, was wir jetzt. Oh, ups. Nein, du sollst auch nicht nach oben. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist halt die Moral hochhalten. Und ich weiß nicht, was da noch passiert. Oder was überhaupt passiert hier. Das kann ich nicht sagen. Achso, ich kann auch Select All machen. Danke. So, dann den Wick. Select All. Tschüss. Regina. Die hat nichts. Die hat nur Fuel bei gehabt, glaube ich. Paul, du hast noch Sachen. Du hast noch ein paar Waffen. Sehr gut.
So, dann nehme ich nämlich. Nehme ich jetzt wieder die Crowbar mit. Eine. So. Rigide hat schon die Crowbar. Sehr gut. Dann gehen wir wieder weiter. Gucken wir mal kurz auf der Jobboard, weil ich weiß jetzt gar nicht, was wir am Bauen sind. Ich glaube, den Workshop, ne? Den habe ich einfach mal gebaut. Weil wir sonst nichts zu tun hätten. Naja, die ist auffällig, glaube ich. Ja. Geil, der Workshop ist auffällig. Geile Sache, Maschinist. Was kann man denn eigentlich machen? MK5. High Volume AK-47. Sniper-Würfel. Boah, 10 Mechanical Skill braucht man dafür. Krass. Laser Sighted MS4. Das Schlimme ist, ich glaube, die Sniper-Würfel haben wir schon. So, das ist. Also, das haben wir noch nicht. Die haben wir jetzt auch, die MK. Die AK. MK5, glaube ich, die haben wir nicht. Aber da sind so Sachen. Tire Armor, Chainmail. Ja, ist aber alles so Apokalypse Armor. Ja. Boah, 10 Science Skill, hallo. Und eine Tactical Vest Advanced braucht man dafür, ist klar. So, du kannst nichts mehr bauen, kannst du was bauen, auch nicht. Du? Nö. Nö. Nö, ich könnte halt der höchste Science Lab bauen. Mit meinem. Dann bleiben wir halt einfach hier. Weil bauen kann ich echt nichts mehr momentan. Komischerweise. Ach, weil ich zu wenig Parts habe. Ah, ich habe nur 23 Parts, okay. Mobile Radio. Ah, gucken wir mal. Warte mal, was. Wo bin ich denn? Dann bauen wir das Science Lab jetzt einfach so mit allen. Ich verstehe nur nicht, warum manche das nicht bauen können. Alle, die es können, sollen das Science Lab bauen. Achso, ne, du kannst bleiben. Vierundfünfzig Stunden bis jetzt. Ich will ja keine 2 Tage rumhocken, ey. Willst du mich verarschen? Nee, das ist mir zu blöd. 47 Stunden. Ich dachte, das ist keine 47 Stunden hier. Nee. Nee, nee. Das machen wir nicht. In Party. In Party. Sehr gut. Dann machen wir das lieber anders. Dann machst du den Doktor. Du machst Guard Duty. Du auch. Du machst auch noch einen Doktor. Du machst Mechanic. Tune up. Ah. Ich kann den Tune up machen. Plus 2 Miles. Da brauchen wir schon wieder Parts für, ey. Ja, egal, machen wir. Tune up. Sehr gut, 1 Stunde. Das kann man machen. Das kann man anbieten. Da brauchen wir nur 1 Stunde. Machen wir Guard Duty. Du auch. Du auch und der Rest. Ach ne. Du machst nix. Repair. Fence Repair. Ja, mach mal hier. Bisschen Fence Repair. Du auch. Du auch. Da braucht er nur 1 Stunde. So. Kann ich noch irgendeine Guard Duty machen oder kann man nur 4 Stück draufhauen? Ah, scheint so, egal. Was machen wir denn dann? Ja. Weiter looten? Müssen wir ja. Ach ne, das Auto kann ich jetzt gar nicht benutzen, ne? Stimmt. Ach, dann gehen wir, kommen wir überspringen den Tag, gucken, was passiert. Weil er ist mir echt zu doof, wenn er da. Wenn ich nicht genau weiß, was wir machen müssen. Wir haben schon wieder Plusmoral gekriegt, natürlich. 1500 Fuel immer noch, 52 Fuel, 67 Antibiotika.
Also, was ist was, ne? Ach ja. Hallo? Sehr gut. Ja, du kannst auch. Mach frei, was soll's. Was soll's. Haben wir so eine neue Quest? Jo. The Dublin Bar. Hä? Wo haben wir die denn jetzt hergekriegt? Wir haben gerade nicht das Radio angepackt. Die Dublin Bar haben wir jetzt. Okay. Sehr schön. Dann haben wir da eigentlich mal wieder was zu tun hier. Machen wir doch. Machen wir gleich. Die werden wahrscheinlich jetzt komplett fertig sein mit allem. Wahrscheinlich. Entschuldigung. Gehe ich mal stark von aus. Natürlich sind die alle mit allem fertig. Aber ich kann nichts bauen, großartig. Ich könnte eine Shooting Range oder ein Gym bauen, aber. Ernsthaft brauche ich nicht. Ah, da macht er halt keinen Job. Du kannst einen Farmer machen, mach mal Farmer. Warum macht er das jetzt nicht? Farmer, Junge, danke. Du, was kannst du machen? Du kannst hier Maintenance machen. Du machst Custodian, du hast eine Election. Was für Depression? Hat er eine Depression? Ich habe keine Ahnung. mach mal. Du kannst relaxen. Du kannst das machen. Du kannst Pharma machen. Du machst das. Du machst auch das. Und du machst auch das. So. Keiner ohne Job. Sehr gut. Dann fahren wir mal zur Dublin Bar, wa? Dann machen wir das doch. Aber hauen wir die Quest auch weg. Wir müssen unbedingt mehr Parts haben, ey. Wir haben keine Parts mehr. Gibt's ja gar nicht. Ja, wir könnten natürlich die Waffen auseinandernehmen. Aber. Und ich denke mal, ich werde jetzt mal eine voll. Einfach mal jetzt mal durchgehen aufnehmen, weil das mit dem Auto halt so irgendwie buggy ist. Und wundert euch nicht, wenn ich dann schneide. Aber wir sehen, wir gucken mal, wie weit wir kommen und wie lang die Folge dann ist. Aber ich denke mal, ich werde durchgehend aufnehmen. Und da dann einfach schneiden, weil wenn ich dann wieder lade. Ach ne, ich kann auch Pause machen und dann halt neu anfangen. Ah, das kriegen wir auch hin. Machen wir schon. Denn die Folge ist nämlich gleich schon rum. Leider. So, was haben wir denn hier bei der Dublin Bar? Ein großes Gebäude haben wir hier. Sollten wir vielleicht einfach mal unsere Waffelchen nachladen und diese Waffen benutzen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. So, was haben wir denn hier? Haben wir überhaupt hier irgendwelche? Ah, da steht was. Agro. Geiler Name. Agro, ich bin so agro. Guten Tag. Na? Das ist doch eine Olle. Nicht schlecht.
Okay. Okay. Ein neuer Überlebender oder eine Überlebende. Sehr schön. Freut mich. Über neue Leute zu kriegen, zu finden, whatever, wie man das nennen möchte. In der Kasse sind Kekse. Okay. Alles klar. Oder war das der Tisch da drunter? Counter? Weiß jetzt gar nicht. In Müll liegt eine Zahnbürste, ist auch nicht verkehrt. Da ist schon mal noch ein Part, das ist auch gut. Dann machen wir hier nach gleich, wenn wir hier durch sind, machen wir dann mal kurz, mache ich einen Cut oder beende die Folge. Und dann starten wir direkt die nächste Aufnahme, die nächste Folge. Habe ich das? Da habe ich schon durchgeguckt, ne? Ja, das stimmt, da war Fuel drin. Schmeißen wir da mal kurz alles ins Auto. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man alles markiert hier. Egal. Ach, da ist ja noch was im Auto drin. Ups. Sehe ich gerade mal. Egal. Gut, dann werden wir jetzt erstmal die Folge beenden. Und wie immer sage ich, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Dead State. Tschüssingen.